Guten Morgen. Nach dem Tag gestern habe ich beschlossen, dass wir heute doch ein Webinar machen. Dazu war der Tag gestern einfach zu wichtig. Wir sollten den hier einmal nochmal zusammenfassen. Bevor ich den zusammenfasse, möchte ich gerne von euch hören, was habt ihr aus dem Plan gestern hier gemacht? Wie konntet ihr ihn umsetzen? Wie habt ihr ihn umgesetzt? Was war für euch aus dem Plan von gestern früh und aus der Kombination mit der Begleitung auf Slack, was war für euch in welcher Form umsetzbar? Und ich bitte um etwas Feedback dazu, weil ich gestern bestimmte Praktiken angewendet habe. Und habe es versucht, auf Slack so zu erklären und so zu begleiten, wie ich das auf meinem oder in meinem Chart tue. Ziel ist es ja nach wie vor, es hinzukriegen, dass wir euch alle so auf eigene Füße stellen, dass ihr die Pläne morgens nutzen könnt, die wir hier machen und die auch dementsprechend umsetzt. Also ich weiß, der ein oder andere hat gestern ziemlich aktiv gehandelt und gestern war es ja auch schön, die Aktivitäten auf Slack, das Hinterfragen, die Ideen von den anderen zu lesen und zu beobachten. Das war schon. Hatte schon Gesicht gestern. Danke, dass du heute das Webinar machst. Sehr gerne. Hatte morgens den Long und die Umkehr Short schön mitgenommen. Hatte dann eine Zelle mit oben liegen, die auch geholt wurde. Leider BE zu eng wieder ausgestoppt, war dann leider nicht mehr im Schirm. Wäre sonst ein toller Trading-Tag gewesen. Ja, ich habe mir heute hier Slack dazu geholt. Die anderen haben also nichts gemacht, oder? Okay. Ich habe mir Slack dazu geholt. Heute, hab das heute mal hier auf dem Schirm. Mir geht es heute hauptsächlich darum, den Tag auszuwerten von gestern. So. Long Entry bei 10846. Dann wurde der Stop hinterhergezogen, habe gesagt, den ziehe ich hinterher, immer Step by Step. Und oben möchte ich shorten mit den, diese Position ist nur für die Munitionskammer. Und ich möchte oben shorten mit den Zielen 10804 und 10796. Zum DAX habe ich dann noch was geschrieben, habe die Analyse nochmal veröffentlicht und dann um 9:37 Uhr Euro Long ist raus und Short eröffnet. So. Neun Uhr einundvierzig, 10:41 Uhr da.
Genau, hier oben, wir wollten bis hier hoch. Hier oben haben wir gesagt, wissen wir nicht, was passiert. Deswegen die Fragezeichen da oben. Es war gestern in diesem Bereich eine vakante Geschichte. Die Long ging definitiv nur bis da hoch. So war es auch geplant. Und da oben entscheiden wir neu. Ich habe hier oben mit einer Limit Pullbacker gearbeitet. Und habe, die Frage kam auch gestern von Joachim, ich schalte dazu jetzt mal um auf den M1. Da. Das war die Longnummer, die wir von der 46 gestern früh im Webinar eröffnet. Die wir gestern Morgen im Webinar eröffnet haben. Und hier kam um 9:21 Uhr, genau hier in diesem Bereich kam diese Umkehrformation. Wenn man hier mit einer Limit Pullback arbeitet, das hier gestern war nachher Glück, dass der gleich nach unten so weit durchgerauscht ist. Dadurch haben wir Long gut was mitgenommen, Short gut was mitgenommen. Diese Nummer war, sage ich mal, für die, die mit einer LPO, mit einer Limit Pullback arbeiten. Der Joachim hat es gestern im Support Channel nochmal veröffentlicht, die Beschreibung der Limit Pullback, wie wichtig die ist. Wenn die hier nicht so bekannt ist, können wir dazu gerne mal ein Webinar machen. Müsst ihr sagen, ja, nein, ja, nein, dann können wir auch auf die Regeln, so wie ich sie anwende. Das ging fix jetzt. Dann würde ich mir das auf die Agenda schreiben. Wir sind ja in ein paar Tagen auf Tour nach Norwegen. Und wenn wir dort sind, würde ich dazu eine Fragestunde zur LPO machen. Welchen Sinn die macht und warum, wieso, weswegen und vor allen Dingen in welcher Form ich sie persönlich für mich anwende und wann ich sie anwende. Okay, also, wir wollten hier hoch. Hier oben war waren die großen Fragezeichen drinne. Jetzt kommt es darauf an. Kommt man von hier unten, von der 46 und läuft hoch bis an die 57, bis an die 58, hat man sein Tagesziel und sagt, leck mich, bin raus für den Tag, ich mache den Rest des Tages frei, was man ja morgens um 9:30 machen könnte, wenn man das will. Ich bin in solchen Situationen und die Performance im Euro war jetzt im Mai nicht gerade so hervorragend oder nicht gerade die beste, wir gucken da gleich mal drauf. Habe hier oben mit einer Limit Pullback gearbeitet. Und 41 habe ich es dann gepostet, nachdem ich gesehen habe, dass sie auch gegriffen hat. Das ist auch nicht so schlimm. Weil wir sind hier oben in diesem Bereich bei der 56 rein. Wenn ich es 41 poste, dann sind wir hier unten bei der 55, bei der 54. Das sieht jetzt hier wilder aus, als es ist. Wir waren gerade 2 Pips davon, von dem Entry weg. Die Nummer wäre durchaus sehr sauber machbar gewesen. Auch hier das High bei der 55,5, also selbst hier 10 Minuten später wäre diese Nummer durchaus noch der Entry möglich geworden. Was erkennen wir hier noch? Ich habe gestern Abend noch lange mit Uwe telefoniert. Erstmal danke für das Gespräch, mein Lieber.
Und was erkennen wir hier noch, wenn wir jetzt hier auf den Chart gucken? Sehr schön. Ich finde es immer gut, wenn die Community meinen Gedanken folgen kann. Es ist ja immer wichtig, dass wir eine Sprache sprechen. Gell? Wir haben hier sichtbar ja, ich glaube, live werden wir heute nicht so viel machen. Ich habe mir heute auf die Agenda geschrieben, die Theorie mit euch durchzugehen. Ich habe gestern gemerkt, wie wichtig das ist. Wir haben dort eine Schulter, wir haben hier einen Kopf und wir haben hier eine Schulter. Und wir haben demnach, wenn wir das Tief vorher mit dem anderen Tief verbinden, sorry, da müssen wir hin. Diese hier verbinden, dann sieht man Schulter, Kopf, Schulter, angeteasert, durch, zurück, bestätigt, bam, weg das Ding. Das Ding hätte auf jeden Fall gereicht, um hier unten bis an die 43, bis an diesen Zielbereich zu kommen. Wir sehen ja auch, wie er hier in einer Minute durchgehämmert ist. Da, 10 Uhr. Einmal durchgehämmert und direkt auch am Ziel und am unteren Zielbereich das erste Mal gebremst hat, um dann den Rest nach unten durchzuziehen. Die Folge davon war, dass ich mir dann auf diese Bewegung und bitte macht mal Slack auf, ihr könnt das dann bitte mit nachlesen. Ich lasse euch jetzt einfach mal in mein Gehirn gucken, wie ich sowas handle. Wenn mich nichts durcheinander bringt. Ich schalte mal die Zielbereiche jetzt aus. So, dann erkennt man das besser. Die SKS ist klar hier, ne? Dass man die erkennt. Ja, ich weiß, dass wir keinen ausgeprägten Trend vorher haben. Die Formation ist trotzdem da. Und ich habe gestern Abend gerade mit Uwe drüber gesprochen. Wir hatten das gleiche Thema am 4. oder 5. April 2019 hatten wir das Tagesseminar zu Europro in Ratingen bei FX Flat. Und genau in diesem Seminar, in diesem Tagesseminar hatten wir haargenau die gleiche Situation. Nur der Unterschied war, dass so eine SKS mitten zwischen den Zielbereichen war. Also ähnlich wie hier wollte ich sagen, nicht der Unterschied. Und genau das gleiche Muster, ich weiß nicht, ob es die Aufzeichnung gibt, 4., ich meine 4. oder 5., 5. April, glaube ich, 5. April 2019 war das in Ratingen. Da war der Thorsten Heine da, da war unser Fischkopf da, der Uwe Brandt war da, unsere Vroni war da. Dann hört es auch auf. Vielleicht weiß der Uwe ja noch, wer dabei war. Und da hatten wir genau diese gleiche Geschichte. Okay. Ja, das war der Fischkopf. Das war Michael Berger. Ah, und unser aus Österreich war sogar jemand da. Bernhard. Okay, danach diese Rutsche hier nach unten, dann habe ich mir einen Fibo hier draufgelegt auf diese Bewegung und das war dann die nächste Shortnummer. Die wurde geschlossen. Bup, 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 bup. So.
gucke nur gerade, wo die. Das ist DAX Short, DAX Short, DAX Short. Da. 11:26 Uhr. Wie gesagt, 1:08:45 Uhr, der Stop auf die 55. Und den Stop, den TP habe ich dann auf die 18 gelegt und dann habe ich den Stop verkleinert, da auf die 51. Bei 46 geschortet, 45 geschortet. Das war genau dieser Bereich hier. Wir sind von da oben hier runter. Hier haben wir das 50er Level, was sich absolut deckt mit unserem Zielbereich auf den Tick genau. Nee, Alfred war das nicht, mein Lieber, den vergisst du auch nie, ne? Und dann ist er hoch an die 61,8 und ist dann hier runtergelaufen. Und genau in diesem Bereich habe ich meine Short-Position eröffnet. Wieder, okay. Jetzt kann er hier, guck mal hier, hier hat er schön die 50 kaputt gemacht, unter der 61,8 gebremst, Step by Step. Und deswegen habe ich mein SL dann auf die 51 gezogen, weil sonst hätte er hier oben, die 55 war nicht klug, die hatte ich pauschal mit 10 eingegeben. Die 55 war nicht klug. Die hätte er auch hier auf den Tick genau oder auf den Pip genau geholt. Sondern entweder gehe ich hier den Schritt und packe mein SL hier oben über die 59. Ich muss diesen Apparat hier oben mit den Fragezeichen, den muss ich abfedern. Also bin ich irgendwo eher bei der 61 oder bei der 62. Ich komme aber von der 45, bin ich bei 17 Punkten SL. Das hat schon mit einem kurzfristigen Handel nicht mehr viel zu tun. Ich bin pauschal rein mit dem pauschalen Stop von 10 Pips, habe ihn dann verfeinert, habe gesagt, okay, hier haben wir ein Fibo-Level. Der Fibo-Level lag bei 48, also 49, 2 Pips drüber, lege ich mein SL auf die 51. Soweit verständlich? Ich habe nichts weiter gemacht, als von da nach da diesen ersten Rutsch, wo er hier oben an dem Zielbereich gebremst hat, hier nach unten gelaufen ist. Bis dahin habe ich mir ein Fibo draufgelegt. Habe dann zwischen dem 50er und den 61,8er Level, hier dazwischen, habe ich mir Short gesucht. Habe meine Short-Position bei der 45 hier eröffnet. Genau als diese Kerzen hier aufgetaucht sind, da, hier hoch diese kleine rote Kerze, da habe ich meinen Short eröffnet, hatte meinen Stop auf 10 Punkte pauschal gelegt auf die 55. 45 war der Entry, 55 war der SL, um den SL schnell zu verkleinern, und zwar 2 Pips über 61,8, 66er Fibo. Das ist dieser Bereich hier. Und genau über diesen Bereich habe ich dann hier so bei der 49, 48,5, also 49, deswegen mein SL auf die 51. Ergänzend dazu dann die Aussage, so, den SL habe ich da hingelegt. Euro, hier liegt das 61,8er Fibo-Level bei der 47. Wenn das gerissen wird, ziehe ich die Reißleine und warte auf 1,0857 für einen Neustart. SL über 1,0858 ist mir zu viel. Also zu viel. Ich glaube, das konnte man verstehen, oder? Okay. Deswegen, okay, wenn wir hier oben drüber gehen mit Musik, also wenn er da von dann zieht, dann muss ich die Reißleine ziehen, was ich dann auch getan habe.
die Musik hier hat mir gereicht. Dann ziehe ich die Reißleine, schmeiß so ein Ding weg und sage, okay, wir haben den Zielbereich bei der 58,9, also gerundet 108,59 und warte dann auf die 57, wo ich neu shorten will. Diese Nummer wurde hier oben verfehlt, um den ganzen Pip verfehlt. Hier waren wir 3 Punkte unter diesem Hoch. Das heißt, diese ganze Bewegung hier, die habe ich verpasst. Aber hier oben, ganz sauber, hat meine LPO gegriffen. Hier ganz sauber bärisches Engulfing im M1. Wir haben hier das High bei 108,584. Wir haben hier das High bei 108,583. Scheiß auf den einen Tick. Exakt ein sauberes Doppeltop, wenn man das sieht. Hier Nummer 1, da Nummer 2. Der tiefste Punkt dafür, ich nehme den Fibo mal raus. Der tiefste Punkt ist der Nacken. So. Den Nacken haben wir bei 108,58, das High bei 10, den Nacken bei 10,828, das High, das Doppeltop bei 10,858. Also haben wir von da oben nach unten 30 Pips. Von da. Den Spaß nach unten dupliziert. Wenn ich die 30 Pips von der 28 abziehe, landen wir bei 10,798. Und jetzt wechsle ich dazu in den M5. Und wenn wir uns jetzt das Spiel danach angucken, ich lege auf die 98 unten eine Linie. Dann sehen wir, dass dieses Doppeltop hier oben gestern am späten Abend hier exakt aufgelöst wurde. Aber auf den Tick. Es sind nicht 30, wir sind bei 10,828,5, es sind 29,5, also war das Ziel 10,799. Und wir haben hier um exakt 23 Uhr das Tief bei 10,799,2. Exakt diese Nummer aufgelöst. Aber auf den Tick. Das heißt für mich gestern. Ärgerlich ist, dass ich die Zwischenrutsche nicht mitgenommen habe. Ich nehme das mal wieder raus. Müsst euch sowieso, wir machen jetzt keine Bilder, damit kann auf Slack sonst keiner was anfangen, wenn wir die jetzt da reinjagen. Ihr müsstet euch eh die Aufzeichnung anschauen, wenn ihr das dann möchtet. Das heißt für mich, diese Nummer war mir nicht hoch genug. Er hätte hier durchschießen müssen. Er hat hier sogar die. Da. Er hat sogar hier die 76,4 durchschossen und damit gab es für mich hier erstmal überhaupt nichts zu tun. Dieser Bereich war für mich hier nicht handelbar. Es gab für mich kein Setup. Sind wieder der eine oder andere um die Ecke gekommen. Ja, aber das sieht doch aus. Hier haben wir doch Harami, hier haben wir doch dieses. Ja, haben wir. Aber für mich in diesem Muster kein Handlungsbedarf. Warum nicht? Weil es nicht meinen Regelwerken und nicht unseren Regelwerken entspricht. Alles, was wir hier zwischen der 61,8 und 66 über der 76,4 ist für mich Niemandsland und dafür werde ich dort nichts tun. Auch ein kleiner Appell an diejenigen,
die ja gerne mal Setups handeln, die außerhalb von unseren Regelwerken sind. Diese Geschichte, Doppeltop, Zielbereich hier oben, deswegen lag meine Limit an der 57, so wie ich es auch hier gepostet habe, um 11:33 Uhr. Bei 47 liegt das 61er Fibo, danach das 66er, deswegen ziehe ich die Reißleine und warte mit einem Neustart bis zur 1:08:57. Diese Geschichte habe ich dann auch gemacht, habe die ja noch durchgezogen und damit war es gestern, sage ich mal, trotz dem einen Fauxpas hier mit 5 Punkten, nur 6 Punkten, 6 Punkten Verlust, war es doch ein recht guter Tag. Und der Zieleinlauf unten, welche Ziele hatten wir unten, wo wollten wir hin? Sehr schön, der Michael, der schreibt sich sowas immer auf, ne? Richtig, wir wollten hier 1:08:04, 1:07:96. Zwischenziel hatten wir noch bei der 1:08:10. Hauptziel war 1:08:04. Welchen Stop hatte deine LPO? Ich habe in der Regel hier eingestellt in den Grundregeln und damit arbeite ich dann auch, wenn ich mit einer LPO arbeite. Ich habe gestern eine neue Frontscheibe, beziehungsweise muss meine Frontscheibe im Wohnmobil reparieren lassen. Deswegen war ich auch nicht am Schirm. Dann arbeite ich grundsätzlich mit einem Stop von 10. Also der Start ist immer mit einem Stop von 10. Ich habe mir jetzt hier einen zweiten Chart eingerichtet, gestern hier, und habe gestern früh bei dem Long den SL hier auf 5 gestellt. Und habe andere Charts, wo ich den Stop auf 10 eingestellt habe. In der Regel 10 und 20. Damit ist der Start. Den Rest kann ich dann immer noch machen, wenn die Position läuft. Okay, werfen wir noch einen. Ist das klar, was hier gestern gelaufen ist? Dafür habe ich das ja gemacht. Dann möchte ich mal schauen, ich habe das jetzt gar nicht auf dem Schirm. Haben gestern den Euro-US-Dollar. Break-even. Das war vorgestern. 10 Gewinn, 14 Gewinn und die 6 hier Verlust. Da fehlt die einen noch. Die von oben nach unten, die fehlt noch. Warum? Warum fehlt die? Muss ich prüfen. Die Short von oben nach unten, hier von der 57 nach unten durch, die fehlt. Muss ich prüfen. Ansonsten wird die nachgetragen. Können wir mal sehen. Wir übertreiben nicht, sondern wir lassen eher sogar was weg. Okay. Muster für heute. Der Feiertag wird sich an der Börse nicht so groß niederschlagen, weil der nur Bundesländer bedingt ist. Wir haben hier unten aus den Zielbereichen rausgeguckt, da. Und damit haben wir diesen Spike hier für mich jetzt als Maß. Und damit wäre das hier heute der Plan.
den kaputt machen, nochmal nach unten und dann den kaputt machen. Wir sind hier unten knapp drunter, also können wir oben auch knapp drüber. Und dann sollte es nach diesen Mustern erstmal weiter abwärts gehen. Ich schreibe es extra dazu. Plan ist noch nicht mit dem H1 abgeglichen. Das machen wir gleich. Das kann kurz gepostet werden für die, die eventuell long gehen wollen. Kann das geknipst werden? Ist drin. Okay. Wir müssen jetzt mal in den H1 schauen, was da passiert ist. Im H1 haben wir jetzt Luft bis hier hoch. Wir haben jetzt alles rausgenommen. Wir haben diesen Fehlausbruch aus dieser Flagge. Wir haben jetzt hier oben Fehlausbruch rein, auch nicht wieder rausgeschafft. Hier oben immer wieder gestern, hier mit langen Dochten oben und dann in einem Rutsch durch unten an die Unterkante. Wir haben es gestern auch dementsprechend kommuniziert. Jetzt laufen wir zurück, haben die Möglichkeit, einmal die Flagge zu bestätigen, was er jetzt gerade tut. Und wir haben die zweite Möglichkeit, diese Tiefs hier zu bestätigen bei 10804. 10804 kann von unten jetzt diese Tiefs hier im H1 bestätigt werden. Und wenn wir das nochmal abgleichen, 10804, deckt sich das absolut mit unserem Zielbereich. Und das schreibe ich jetzt dazu. Im H1 ist bei 10804 das letzte Tief für Bestätigung. Punkt. Jetzt können wir das ändern. So, jetzt kann das nochmal geknipst werden, weil jetzt haben wir es mit dem H1 abgeglichen. Das ist die Unterkante von der Flagge und im H1 das letzte Tief, so dass dieser Plan heute hier gut greifen könnte. Ist dieser Plan soweit klar für heute, verständlich? Wenn Fragen dazu sind oder so, immer raus damit hier. Keine Angst. Ich beiße nicht, auch wenn du es willst. So, wenn ich das RV in der Limit Order aktiviere, verrechnet er nicht, sondern schließt die Gegenposition, eröffnet eine neue. Ja, deswegen heißt es Reverse. RV steht für Reverse. Und das Regelwerk Doppeltop oder so ist nicht erklärt im Handbuch, mein Lieber. Ich kümmere mich um dein Handbuch, ich habe dich nicht vergessen. Das ist nicht im Handbuch erklärt, sondern das hier ist Bestandteil der Analyse, die du ja auch haben solltest, ne? So,
Wo siehst du unten die Ziele? Die Problematik, die wir hier haben, ist, dass die Muster C gleich A jetzt nicht ganz sauber laufen hier. Hier im H1 jedenfalls nicht. Das hier ist eine ganz unsaubere Geschichte. Und demnach müssten wir darunter diese Geschichte hier nach unten ebenfalls duplizieren. Ich habe es gestern, glaube ich, schon mal geschrieben. 1, Bewegung A, Bewegung C. C ist länger als A. Das lässt darauf hoffen, dass die dritte Bewegung noch kommt. Es kann natürlich Bewegung B dazwischen kommen. Aber ihr könnt ja selber auch ein bisschen zeichnen, ne? Malen könnt ihr doch. So. Demnach könnten wir jetzt sogar bis dahin laufen, um dann die dritte Bewegung von da nach unten zu ziehen. Und dann wäre als nächstes Ziel hier unten die 10759. So. Und demnach wäre das Ziel irgendwo mit diesem Tief hier unten, wäre da das Ziel zu suchen. Okay, damit ist der Euro durch. Schauen wir auf den DAX. Nach Fibo und nach den Fibo-Marken haben wir gestern gesagt, wir wollen die 18.468, 18.443 und nächstes Ziel nach Fibo Short ist die 18.383. Wir hatten soeben das Low bei 18.376. 7 Punkte. Okay. Hier ist die Nummern gestern, will ich nicht weiter dokumentieren. Ich habe meine Position gestern Nacht rausgeschmissen. Ich habe es leider 23 Uhr verpasst, weil ich noch im Gespräch war oder im Telefonat, musste dann bis kurz nach 0 Uhr warten, habe dann meine Position um 0 Uhr geschlossen, kurz nach 0 Uhr, bevor ich ins Bettchen bin. Hier haben wir jetzt die ähnliche Situation. Wir haben hier Fibo-Level und die Kanalunterkante hiervon. Die haben wir hier exakt erreicht. Genau diesen Kreuzwiderstand. Der hat jetzt vorhin seine Wirkung nicht verfehlt, kurz vor 8. Jetzt stoßen wir uns da kurz ab. Trotzdem ist es durchaus machbar. Das hier ist das Nachthoch bei 4,65. Das heißt, wir könnten jetzt da hoch. Die 68 hatten wir da drinnen. Die könnte jetzt nochmal geholt werden. Dann nach unten weg. Zack. Und dann die nächste Nummer wäre dieser Bereich hier. Die 66 lasse ich mal weg. Das hier sind die Fibo-Marken, die ausschlaggebend sind. Und dann müssen wir wissen, alles, was hier drunter fällt, unter die 18.096, dann wird's böse.
Aber dann gehen wir mal etwas, zoomen wir mal etwas weiter rein. Hier haben wir 76,4 von der letzten Bewegung. Wenn die nicht hält, dann haben wir genau die umgekehrte Marke oder die umgekehrten Marken. Dann sind wir nämlich sehr schnell eine Etage tiefer. Wenn die Marke 18,096 nicht hält. Jetzt habe ich was falsch gemacht. Doch, nee, ist richtig. Wenn die 18,096 nicht hält, darunter wird es böse für die Bullen und dann haben wir das Ziel fast 1000 Punkte tiefer. Dann landen wir bei 17.172. Auf die schauen wir uns gleich, schauen wir gleich, Dominik. Soweit klar hier? Nachthoch wäre jetzt der Start. Ich mache das mal wieder ein bisschen größer. Und schreibe es noch dazu. Shortstart heute circa 18.440, 18.460. Auch das darf geknipst werden. Hier haben wir alle Marken soweit drinne. Bist durch? Dann schauen wir uns diese Geschichte hier noch an. Das ist unsere SKS, die wir haben, die von hier oben perfekt von der 844 angelaufen ist, direkt durch. Hier eiert er jetzt ein bisschen rum. Jetzt hat er die Nackenlinie kaputt gemacht. Jetzt kann er zurücklaufen und die Nackenlinie würde sich auch hier mit dem Nachthoch decken. Deswegen habe ich auch gerade gesagt, wir können hier eventuell schon an der 18.440 bis 18.460. Dieser Bereich hier wäre jetzt die Shortnummer und daraus das Ziel 18.149. Und dann sind wir schon in der Kombination an der 18.096, sind noch 50 Punkte Differenz. Das heißt, das Ziel hier, 1,49, wären ja schon mal für heute circa 300 Punkte. Und wenn wir unten so die 96 holen, wären es 350 Punkte. Diese Nummer hat jetzt absolute Gültigkeit. So, Fragen dazu?
Wenn alles klar ist an der belgischen Strandpromenade, das wäre dann schon mal wichtig. Der Friseur hat heute frei. Also brauche ich da ja heute auch nicht hin. Ist ja eh keiner da. Warum ist dir nochmal die 95, die 18.095 so wichtig? Weil wir hier das 76er Fibo-Level aus der kompletten Aufwärtsbewegung haben. Diese Aufwärtsbewegung von da unten bis da hoch haben wir hier das 76,4er Level bei 18.096. Da muss ich dir leider Gottes recht geben, mein Lieber. Wenn wir die Spiegelung weiter hier rüber ziehen, dann landen wir mit dem Ziel sogar noch tiefer, landen wir da. Also wir kommen der 96 immer dichter. Danke für den Hinweis. Okay, wenn ihr alles verstanden habt, alles klar, ich überprüfe jetzt noch, wo die Short-Position im Euro von gestern gelandet ist, wo die geblieben ist. Das ist bei der Technik manchmal so, dass so eine Bugs da auftauchen. Ja, muss ein ITler drüber gucken. Und dann sehen wir, wo der Bug geblieben ist. Wir am Rande die. Wir haben jetzt die Bestätigung aus Friedrichsroda für das Paternostertreffen am 19. Oktober. Die Telefonate, die wir bis jetzt geführt haben, waren sehr gut. Das heißt, ich zweifle nicht mehr an der Teilnehmerzahl, dass wir die Mindestteilnehmer erreichen. Ich habe die IT-Beauftragte eine Landingpage dafür mit den Anmeldeformularen zu erstellen. Die wird jetzt gerade gebaut. Wenn die fertig ist, werden wir an alle Interessenten und Nichtinteressenten eine Mail dazu versenden. Der nächste Punkt ist, dass wir nächste Woche noch ganz normal unsere Webinare machen. Wir machen Donnerstag noch ein Webinar mit FXLED. Danach sind wir Packen, unsere Tour startet am Wochenende dann, so dass wir die Woche drauf noch am 11. und am 12. noch ein Webinar machen. Am 13. sind wir dann auf der Fähre und auf dem Weg in den kalten Norden und erst dann werde ich entscheiden, wenn wir dort ankommen, ob wir die Webinare im Juni durchziehen oder ob wir es wie die anderen Jahre machen, dass ich mir die ersten 2 Wochen oder 3 Wochen, je nach Wetterlage, eine Auszeit nehme und einfach mal ein bisschen Luft hole. Die letzten Tage, Wochen waren anstrengend genug. Ich bin froh, dass wir hier wieder Ruhe reinbekommen haben, dass es wieder Spaß macht, mit euch hier zu arbeiten. So langsam kommt der Spaß zurück und ich hoffe, das bleibt die nächsten Tage und Wochen auch so. Die Unruhe braucht niemand. Dafür sage ich danke, dass ihr auch heute Morgen aufgestanden seid und drücke euch die Daumen, dass ihr den Tag mit vielen Punkten und Pips heute beenden könnt. Danke, tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten. Tschüss, tschüss.